Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zaubern wir zusammen mein absolutes Lieblingsgericht, nämlich eine selbstgemachte Lasagne. Dieses Rezept gehört nicht ganz zu den schnellen Rezepten, aber es lässt sich prima vorbereiten. Und das Leckste an allem ist eigentlich nur die selbstgemachte Bolognese. Die eignet sich übrigens nicht nur für die Lasagne, sondern auch noch für leckere Spaghetti Bolognese. Ich würde sagen, also wir bereiten das Ganze heute mit der Edelstahlpfanne von Pampered Chef vor. Das ist hier diese große tolle, weil wir da genügend Fläche haben. Man kann aber auch stattdessen die Wokpfanne benutzen, das funktioniert auch super. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten für die Bolognese. Für die Bolognese benötigen wir einmal 50 Gramm gewürfelten Speck, 2 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, 2 Möhrchen und 2 Selleriestangen, jeweils ganz fein gewürfelt. Dann benötigen wir außerdem noch in etwa so 20 Gramm Olivenöl. Hier habe ich schon mal ab 2 Teelöffel Thymian und 2 Teelöffel Oregano getrocknet reingetan. Dann habe ich außerdem noch 400 Gramm stückige Tomaten. Hier habe ich 2 Teelöffel Salz. Dann benötigen wir zusätzlich noch ein bisschen Pfeffer. Hier habe ich eine große Handvoll Basilikumblätter frisch abgezupft. Das ist quasi jetzt hier den kleinen Wicht voll. Dann benötigen wir noch 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Und hier habe ich schon mal 50 Gramm geriebenen Parmesan. Als erstes geben wir nun den Speck und den Oregano und Thymian mit ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und dünsten das Ganze goldbraun an. Jetzt geben wir das restliche Gemüse hinzu und dünsten das Ganze für etwa 10 Minuten auf mittlerer Stufe an und rühren währenddessen ab und zu mal, damit nichts anbrennt. Jetzt fügen wir das Hackfleisch hinzu und braten das Ganze krümelig an. Wenn das Hackfleisch schön krümelig und so ein bisschen angedünstet und angebraten ist, dann löschen wir das Ganze mit den Tomaten ab. Gib dann noch mal ein bisschen Wasser in die Schüssel, schwenkt das Ganze schön aus und fügt das auch noch hinzu, damit wir auch alle Reste in der Sauce haben. Jetzt würzen wir das Ganze noch, geben dann auch noch die Basilikumstängel, die mache ich einfach mit der Hand so ein bisschen fein, hinzu, rühren alles schön um, stellen alles auf niedriger Stufe und mit einem geschlossenen Deckel lassen wir das Ganze dann für etwa eine Stunde köcheln. Und dann habt ihr die Bolognese auch schon geschafft. Jetzt ist unsere Bolognese fertig gekocht, eine Stunde später. Und jetzt geben wir den geriebenen Parmesan von vorhin einmal noch hier drüber. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Zutaten, die wir jetzt für den Rest für unsere Lasagne benötigen. Wir benötigen einmal 200 Gramm geriebenen Parmesankäse, das habe ich hier mit der feinen Reibe vom Microplane so schön hingekriegt. Dann noch 500 Gramm Creme Fraiche, saure Sahne oder Schmand, je nachdem was ihr mögt. In etwa 350 Gramm Lasagneblätter, die habe ich jetzt hier noch gekauft. Man kann aber auch die Lasagneblätter frisch selbst zubereiten und die verwenden. Dann benötigen wir jeweils noch Salz und Pfeffer. Hier habe ich ungefähr 2 Hände voll Tomaten. Wer hat, kann auch einfach eine große Fleischtomate nehmen. Ich hatte leider keine. Und außerdem noch eine große Handvoll frischen Basilikum. Wir bereiten das Ganze in unserem Grundset vor. Das besteht aus der rechteckigen großen Ofenhexe. Die ist total toll für Aufläufe. Nicht nur für Aufläufe, auch noch für, wenn ihr Frikadellen oder Würstchen oder sowas macht, hat die einen hohen Rand und spritzt nicht den ganzen Garraum zu. Und außerdem noch aus dem Zauberstein. Den verwenden wir in diesem Rezept einfach nur als Deckel.
Den Backofen, den habe ich jetzt schon mal hier im Hintergrund auf 190 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt fangen wir mit dem Schichten der Lasagne an. Dafür machen wir ungefähr so 2-3 von den Suppenlöffeln hier. 2-3 Esslöffel von der Sauce Bolognese hier unten rein. Jetzt schichten wir noch die Lasagneblätter schön überlappend übereinander drauf. Dann verteilen wir noch ein bisschen Creme Fraiche oben auf die Lasagneblätter, würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer und geben noch ein bisschen vom geriebenen Parmesan drüber. Und so schichten wir jede Schicht noch zweimal. Bei der letzten Schicht geben wir also Creme Fraiche, dann Salz und Pfeffer, geben dann die Tomatenscheiben oben drüber, verteilen dann noch ein bisschen die frischen Basilikumblättchen und dann noch den geriebenen Parmesan. Und dann wandert das Ganze in den Backofen. Und dann wandert das Ganze jetzt in den vorgeheizten Backofen. Am Anfang die ersten 20 Minuten mit dem Zauberstein obendrauf. Nach 20 Minuten entfernen wir den Zauberstein und lassen das Ganze noch für weitere 35 Minuten im Backofen. Also ihr Lieben, das ist unser Lieblingsrezept für Lasagne. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen oder das Rezept genauso gut gefallen wie uns. Es lässt sich, wie gesagt, super gut vorbereiten. Ist zwar so ein bisschen anspruchsvoller, was die Zeit angeht, aber lässt sich dafür auch super gut vorbereiten. Und ist, wie gesagt, eigentlich alles in allem ganz einfach. Und ich hoffe, ihr probiert das Ganze mal aus. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was eure Lieblingslasagne ist. Es gibt ja eigentlich von Lasagne so viele verschiedene Varianten. Man kann die auch vegetarisch machen, genauso auch glutenfrei. Es gibt von Barilla zum Beispiel auch genauso glutenfreie Lasagneblätter. So habt ihr dann quasi alles in allem auch ein glutenfreies Rezept. Und das Rezept findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!